Endlich einmal wieder eine gute Nachricht vom BVB. Mit Marco Reus bleibt der vielleicht wichtigste Spieler der Borussia treu. Ein positives Signal in Zeiten, in denen es manchmal nicht so rund läuft. In Dortmund und auch bei Reus selbst. Denn 2014 plagten den 25-Jährigen 3 schwere Verletzungen. Das ist für den Kopf natürlich am Anfang sehr schwierig, aber man lernt auch daraus, man sammelt Erfahrung und ich hatte sehr, sehr viele Freunde um mich herum, meine Familie war um mich herum, aber auch die alle vom BVB. Man hat natürlich viele SMS bekommen und sowas ist immer schön zu hören, dass es nicht nur, wenn es gut läuft, dass Schulterklopfer gibt, sondern wenn es auch mal nicht so gut läuft, dass man dann trotzdem sieht, dass die Leute für dich da sind und an deiner Seite stehen. Der BVB stand immer zu ihm. Sicher auch ein Grund für die Vertragsverlängerung. Ein vertrauensvolles Verhältnis. So gab es auch Rückendeckung vom Verein, als Reus wegen Fahrens mit einem gefälschten Führerschein für Schlagzeilen sorgte. Ich weiß, dass ich da einen riesen Fehler gemacht habe. Ich habe das auch schon jetzt 2-3 Mal gesagt, dass ich, wenn ich das könnte, dass ich das rückgängig machen könnte. Aber das klappt jetzt nicht. Und ich konzentriere mich auf den Fußball und dass ich gesund bleibe. Der Blick geht in die Zukunft. Mit Reus hat der BVB einen Schlüsselspieler nun langfristig an sich gebunden. Und im Gegenzug wird der gebürtige Dortmunder zum Topverdiener. Aber zunächst geht es gegen den Abstieg und irgendwie auch um seinen Traum. Ich habe mir immer gewünscht, Fußballprofi zu werden. Davon habe ich immer geträumt, schon als Kind in der Jugend, wo ich bei Dortmund schon gespielt habe. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen soweit, aber es heißt ja nicht gleich, dass man, weil man es geschafft hat, dass man aufhören muss zu arbeiten, sondern das ist, glaube ich, überall gleich so, dass man noch härter arbeiten muss, um die größeren Ziele noch zu erreichen, die man vor sich hat oder die man noch nicht gewonnen hat. Derzeit sind Dortmund und Reus aber von weiteren Titeln weit entfernt. Aber das kann sich ja ändern, eben mit ihm, mit einem gesunden Marco Reus in Topform. Man braucht einfach seinen Rhythmus und wenn man spielt, dann bekommt man seinen Rhythmus automatisch und das ist bei mir nicht anders. Ich denke, dass ich so langsam zu meinen 100% komme. Ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin gesund bleibe und dann der Mannschaft natürlich so helfen kann, dass wir die Spiele positiv immer bestreiten. Der Local Hero bleibt in Dortmund. In der Bundesliga geht es weiter gegen den Abstieg, aber einen Kampf hatte BVB schon gewonnen, nämlich den um Marco Reus.